Hier spricht wieder Ustra und ihr seid zurück zu einer weiteren und neuen Folge Grandia 2 und wir müssen hier über Stock und Stein gehen, um unser, ein Korallenhalsband, um unser Schiff wieder zu erreichen. Was macht das denn so gut? Ich glaube nicht, dass er das benutzen kann oder braucht. Es ist eine Resistenz gegen ziemlich viel und alles. Da könnte man theoretisch den Rage Ring wegtun. Weil es blöd ist, dass man so viele Statuseffekte einfach haben kann. Auf einmal vor allen Dingen. Ich dachte, ich renne hier rein. Nein, wieso? Lass mich doch einfach alle in Ruhe. Ich will doch nur hier durchkommen. Für Zap All habe ich keinen Mana mehr. Ich habe für ziemlich viel keinen Mana mehr. Sehr gut gekontert. Aber ein normaler Zap könnte es noch machen. Also. White Apocalypse habe ich auch keine mehr für. Ja, dann lohnt es sich fast gar nicht mehr. Eventuell mache ich mir erstmal Defense. Oh, brauche ich gar nicht. Sehr gut. Ich hoffe, ich treffe mich mehr als einen damit, weil er sich blöd wegbewegt hat. Hoffe ich einfach mal das Beste. Nein, nur ein. Dann lohnt sich das hier. Freut mich gar nicht. Nicht wirklich. Einer ist zwar weg, aber irgendwie einen allein zu hauen ist immer so ein bisschen. Oh, ein neues Armband. Ist es wieder ein hübsches Armband. So, ein Beast-Fan-Card fertig ist. Hau weg den Dreck. Sehr gut. So, du hilfst damit, weil du viel Schaden machst. Und du hilfst damit, weil du relativ wenig Schaden machst. Also Tio ist echt gut zu gebrauchen, weil die kaum getroffen wird. Und wenn sie getroffen werden sollte, dann versucht sie halt zurückzuschlagen. Schade, da hätte sie mehr Attack gebraucht. Oh oh. Lunacy Egg, okay. Was macht das genau? Confusing, okay. Das hält aber, glaube ich, nicht über den Kampf hinaus, hoffe ich. Die kann jetzt nicht mehr selbst bestimmen, was sie macht. Und ich glaube, die greift auch Leute willkürlich an. Ja, genau. Und wieder ein schickes Armband. Ich weiß nicht, welches Level man hier normalerweise sein sollte. Mir reicht Level 28. Aber wahrscheinlich werden Kritiker sagen, oh, hier musst du schon mindestens Level 40 sein. Du hättest ja genug Zeit, gegen alles Mögliche zu kämpfen. Ah, interessant. Ich habe diesen riesigen langen Rattenschwanz auf Leuten und das vergesse ich immer wieder. Ist natürlich die schlechteste Situation, in die wir wieder kommen können. Vor allem, weil Elena nicht mehr unbedingt viel Leben hat. Huch, hast du einen langen Arm. So, diese Phase haben wir aber überstanden. Gott sei Dank. Erstmal unsere Verteidigung ein bisschen erhöhen. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Einfach, weil ich jetzt nicht sehe, dass ich irgendwas machen kann mit Ryugo. Was jetzt sinnvoll wäre. Elena wird sich mal selber heilen und dann nimmt der Kampf zu seinen Lauf. Aber er ist echt effektgewaltig so. Ich mag das zwar nicht, wenn man tausendmal dieselbe Cutscene sieht und das nicht irgendwie wegdrücken kann oder so. Das mochte ich bei Final Fantasy 8 schon nicht. Dass man halt so die anfeuern konnte, die GFs. Und irgendwie war das die ganze Zeit immer so, muss ich das einsetzen? Das kostet doch nur noch mehr Zeit. Und dann, ja, war das halt scheiße, fand ich immer persönlich. Weil es das Spiel künstlich länger gemacht hat, fand ich. So wie ich das immer künstlich, so wie ich die Folgen immer künstlich länger mache, wenn ich einfach dreimal speichere oder so. Kennt ihr ja. So ungefähr war das dann halt auch. Man fragt sich, wieso. Müssen jetzt den einen oder anderen müssen wir jetzt noch erledigen. Und wir müssen direkt unbedingt heilen.
weil ich denke mal, wir werden noch mehr kämpfen müssen als nur hier. Da hast du mir den aber abgezogen. Verdammter Killklauer, das war auf jeden Fall meiner. So, jetzt gehen sie wieder alle im Level rauf. Die brauchen ja auch nicht viel Erfahrung zum Leveln, ist auch schön. Heilomat mit ihr, bitte. Kann ich noch irgendwas aufleveln, was jetzt irgendwie Sinn machen würde? Maximum MP. MP ist immer gut. Vitality. Hier kann man noch Speed erhöhen. Man. So. Jetzt würde ich sagen, ist es nicht mehr nur sometimes, jetzt ist es schon ziemlich oft. Jetzt auch nochmal Speed. Wir machen das dann mit dem Pol. Wir könnten das Mana auch direkt verwenden. All Healer. Restores a lot of HP. Ist die Frage. Och, jetzt greift doch nicht immer von hinten da an. Das ist doch kacke. Ich war doch gerade am Isam aufheben. Das war eine Frechheit. Naja, wir sind hier wieder voller Leben. Und voller Tatendrang und Freude. Autsch. Die versucht einfach jeden und alles irgendwie anzugreifen und zu kontern. Richtig geil. Da stehe ich voll drauf. So, trotzdem sind wir wieder in einer Situation, wo ich denke, schade, warum kannst du nicht einfach eine Multi-Attacke haben, Yudo? Wir sind auch ziemlich mit unserem Latein am Ende, was Magie überhaupt angeht. Normarek kann noch, aber Burnflame, wissen wir, hat gegen die so gut wie gar keinen Ausschlag. Deswegen wir unsere Attacken hier lieber bündeln auf einzelne Gegner. Auch du hast nicht mehr viel zu bieten, leider. Aber gut, dass du auch mal da bist zum Leveln. Oh, wieder gekontert. Macht sie aber nicht immer. Hm, hat der jetzt noch zweimal zugehauen? Das aber nicht. Wollte schon sagen. Sehr gut. Deswegen. Ey, die ist immer nur am Kontern. Das ist so cool. Das bleibt so, behalten wir auf jeden Fall das Setup von ihr. Auch mit den Rüstungen. Yeah, man. Cool. Ich weiß jetzt immer noch nicht, was ich gekriegt habe. Nur im Gucken. Wahrscheinlich war es irgendwas Wichtiges und ich bin zu blöd, das nicht rauszufinden. Auf Anhieb sehe ich nichts, was jetzt so wichtig gewesen wäre, dass man hier nochmal irgendwo hin muss, um das zu looten. Wir gehen mal hier den ganzen aus dem Weg. Hier liegt noch ein Electrum Stone. Sehr gut. Oh, ein Speicherpunkt. Ich liebe ihn. Ich will ihn mitnehmen und behalten. Wie mein frisches Sandwich, das immer noch in meiner Tasche rumhält. Was ich niemals essen werde. Obwohl es so viel Leben hält, dass es schon wieder frech ist. Ja. Oh, okay. Hallo, meine Freunde. Ich glaube, das war sowas wie, wir müssen auf jeden Fall kämpfen. Ja. Okay. Dann machen wir das mal eben. In aller Frische und Schnelle. Ihr hört euch eklig an. Was seid ihr? Und warum seid ihr? Habe ich euch erlaubt zu sein? Der Ball. Keine halben Sachen. Warum auch? Ich mag die Kampfmusik so sehr. Ich mag diese wirklich extrem gerne von Phantom Echo. Okay. Was ist das genau? Interessant. Ah ja. Also viel Wirbel um nichts. Ich habe jetzt wohl Elena noch mitgetroffen. Genau. Naja, gut, das ist zwar da, die Attacke, aber so richtig. Die hat immer eine ziemlich große Damage-Spanne. Beast Fang Cut, Burn Flame, Tremor. Naja, wir versuchen es einfach mal auf die alte Tour. Und Elena kann gleich mal versuchen zu heilen. Ich hoffe, sie kann jetzt alle heilen mit dem All-Heal. Hört sich auf jeden Fall stark danach an. Mal gucken, was sie zu den Bristeln sagen. Das wird dem wahrscheinlich nicht schmecken. Das hoffe ich zumindest stark.
Ja, yeah, das tanzen sie doch. Macht viel Schaden. Die 9800 Leben haben. All Healer. Halt all, yeah, das ist cool. Chase the Hellfire! Okay, das geht nur auf einen, schade. Macht auch nicht genug Schaden, um irgendwie erwähnenswert zu sein. Sky, take flight! Kann er den heben? Das wäre cool. Er kann ihn anheben. Wie krass. Ich wusste, dass er stark ist. Aber so stark? Here goes, flying Tensei Ken. Komm her. 1600, yes. Also erstmal nur auf, ich würde sagen, auf einen konzentrieren. Good luck, everyone. Ah. Dafür, dass es kaum Mana zieht? Au. Au. Warum greifst du nicht Tio an? Die kann es vertragen. Aber die kann jetzt erstmal noch Zap All machen. Und ich mach mit ihm Peace Fang Cut. Und wir konzentrieren uns auf ihn, damit der drauf geht. Ne. Bevor du mich angreifst, wo ist erstmal deine, ich brauche erstmal ein Gesundheitszeugnis, nicht, dass ich mit irgendwas anstecke, wenn du, ich sag jetzt mal, irgendwelche Krankheiten hast, möchte ich es nicht unbedingt abziehen. Deswegen, erstes Gesundheitszeugnis, bevor du mich angreifst. Dann, natürlich musst du erstmal abwarten, dass du jetzt hier etwas schön einen auf Respekt kriegst. Und dann können wir mal weiterschauen. Aber es sieht nicht so aus. Beast Fang, cut! So, jetzt aber wieder. Jetzt sind wir wieder mittendrin. Schnell nur dabei. Ja, auch Flying Tensei Ken kann ich nochmal machen. Sehr gut. Sie könnte sich nochmal heilen. Ja, Selfie ist immer eine gute Sache. Denke ich. Nicht, dass sie noch umfällt. Die braucht die Erfahrung ja auf jeden Fall zum Kämpfen. Darf man natürlich nicht vergessen. Ganz wichtig. Here goes, flying Tensei Ken. Genau. 1700 sogar. Das wird immer besser. Freue ich mich, oder? Ha, was machen wir nun? Immer dieses Fragen. Das war kaum effektiv. Kaum bis gar nicht effektiv. 3000. Dann bist du als nächstes dran. Und du kriegst alleine den Phantom Echo ab. Wie nett! Dann kann das wenigstens alles gut. Dann ist ja alles gut. Denke ich. Und Tio, was kannst du machen? Du kannst jetzt diesen Tornado mal machen. Oder immer noch Zap All. Kannst du noch Zap All machen? Oh ja. Oh, das ist super. Komm da ran jetzt. So, zack, zack. Perfekt. Elena! Jetzt darfst du. Jetzt darfst du voll und ganz abgehen. Beast Fang, Bart. Nicht mehr lange, dann ist er weg vom Fenster. Und dann geht's hier wieder weiter. Ein Glück vor allen Dingen. Voltage 570. Dass es dann wieder besser wird, hier zu kämpfen. Weil so langsam möchte ich doch mal das Ende erreichen. Und weiter gehen zu Ryudos Hauptstadt, was ich jetzt schon 20 Mal gemacht habe und noch nicht einmal eingetreten ist. Aber vielleicht dieses Mal, wer weiß das schon. Nein, immer noch nicht. Aber ich denke mal, die Dinger haben die Eier gelegt, wo dann die Kleinen rauskamen. So. Ich kann noch, oder? Ja, sicher. Flying Tensei Ken wird da auf jeden Fall noch alles bringen. Wobei ich mich jetzt frage, Elena ist gerade dran. Aber das ist wehtun. Ob das jetzt clever war, sag ich mal. Wir werden es herausfinden, spätestens nach der White Apocalypse, wie viel Schaden das jetzt macht. Ich bin schon mehr als nur ein bisschen gespannt. Na komm, mach hin! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit hier mit irgendwelchen Krebsen rumzueiern. Ich will schon. Ja, war clever, das noch auf ihn zu machen. Auf jeden Fall. Mindestens clever. Ja, auch so möchte ich das gerne haben. Die Spank hat nicht mehr auf den, der ist hinüber. Der ist mindestens hinüber. Ich weiß nicht, ach, das ist sogar der, der angreift. Sehr gut. Dann ist das jetzt auch schon mal erledigt.
Das ist super gut. Here goes flying Tensei Ken. Da freut man sich doch. Zack, was droppst du denn? Geld, okay. Dann warst du wahrscheinlich der, der nicht so viel, genau, Punkte auf dem Konto hatte. Ja, bei 4000, ich geh mal wieder auf unsere Altbewährte. Ich kritte dich einfach weg. Ich denke gerade auf. Chance. Okay, mit Ankündigung, dass es ein Crit wird, wie schön. Ah, das schaffen wir nicht von der Geschwindigkeit her. Also können wir hier auch weiter mit normalen Attacken machen. Scissor Storm. Oh, nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Da könnten wir mal eben gucken, dass wir den geheilt kriegen, den Rigolo. Mit einer heiligen Wundsalbe. Auch wenn es nicht mehr unbedingt nötig ist, dass wir den jetzt so krass heilen, aber ich möchte natürlich so gut wie möglich und so gut es geht. Upsa. Auch alle behalten, damit die auch alle Erfahrung kriegen. Also das lohnt sich die Bosskämpfe ja kaum. Leider liegt er immer noch geschockt am Boden. Ah, ist auch nicht das Gelbe von meinem mit dem Schaden. Ich wünschte, er würde Tio angreifen, aber irgendwie weiß er wahrscheinlich schon, was kommt. Er greift ihn an. Vielleicht kann ich mit dem Critical nachhelfen. Jetzt nur die Frage, wer zuerst zusticht. Ah. Nicht der, den ich gehofft habe, der zusticht. Erstmal nochmal alle heilen. Da sind jetzt schon zwei ziemlich am Ende der Kräfte. Und einzeln heilen lohnt sich gar nicht, wenn es genauso viel Mana kostet, alle zu heilen. Oder weniger dann in dem Fall. Zack, alle wieder voll. Schön, das gefällt mir. So kann man noch Kämpfe bestreiten. Flying Tensei Ken ist nicht mehr möglich. Crackle können wir höchstens noch machen. Obwohl ich nicht weiß, wie die Magie genau anschlägt auf ihn. Aber ich denke mal, das hat doch Cancel-Effekt. Schwing! 900, schön. Ja, hat Cancel-Effekt. Sehr gut. Sehr gut, das war eine gute Kombo, die ihn komplett zurückgedrückt hat. Ist ja auch nicht oft der Fall. Bam. Gut gemacht. Jetzt versuchen, ihn einfach nur auf Distanz zu halten, sozusagen. Wieder ein guter Cancel. Beast Bang, cut. Bam. Jetzt ist gleich vorbei. Endlich. Diese Bosskämpfe. Aber obwohl, der war jetzt nicht schlimm. Das war jetzt einfach nur... Wie gesagt, das ist aber auch dann, wenn Elena dabei ist. Dann sind die so ein bisschen... Ne, sind ein bisschen zarter zu dem Ganzen. Das habt ihr ja toll gemacht, Mädels. Ich bin beeindruckt. Sowas ähnliches zumindest. Das war wieder mein Gefahr. Oh Mann. Nicht schlecht. Soul Egg. Das hört sich so an, als ob man das gut benutzen könnte für... Ja, danke. Für jemanden wie, Millenia, die sowieso schon Seelen auslutscht und keine Ahnung. Wir gucken mal eben nach, was das denn für ein Supermana ist. Es kann heilen. Es kann holen. Was genau macht es? Wind, Wasser, Lightning. Saga Curious Egg. Okay. Was auch schon ziemlich viele Punkte, hat. Aber mich ist irgendwie... nicht umhauen von den Sachen, die es hat. Wir könnten Punkte sparen. Und wir würden erstmal jetzt speichern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder bei Grandia. Und wenn es wieder heißt, hier spricht Ustra. Also bis dahin. Ciao.